Was geht ab? Wir haben Freitag, 2., 3., 4. Februar 2024 und mein YouTube-Kanal BanaTV hat 2000 irgendwas mit Abonnenten und Uhrzeit ist vollkommen in Ordnung und Klicks haben wir auch viele. Ja? Eintracht Frankfurt spielt morgen gegen Köln, ich glaube auswärts in Köln. Doch zuvor gab es bis gestern sehr, sehr interessante, turbulente Tage bei Eintracht, denn der Deadline-Day war gestern, ja. Transfers gingen in Deutschland nur noch bis gestern 18 Uhr und boah, was haben wir hier für spannende Tage hinter uns. Und ja, der Hugo ist da. Der Hugo ist tatsächlich hier aufgeschlagen, der zweite Hugo, ja, beim dritten müsst ihr mir einen ausgeben, der zweite Hugo ist da. Ja, Wahnsinn, dass das jetzt irgendwie doch geklappt hat, ja, aber mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt, ja, gerne könnt ihr unter das Video reinschreiben, ja, geil, super, Champions League Sieger, nächstes Jahr Eintracht Frankfurt wegen dem Hugo, oder sagt ihr, naja, ich weiß nicht, oder nein, scheiße, das würde mich mal interessieren, denn ich denke, also generell in der Transferphase Van de Beek zu holen, Kalajdzic zu holen, ein Kittikat zu holen. Also ich nenne Kittike oder wie heißt Kittikat. Wir bleiben hier bei Kittikat, das ist für alle Seiten deutlich angenehmer, auch für ihn bestimmt. Also Kittikat, ja. Und Bajoya, ja. Der heißt doch Bajoya, der Jean-Matteo Bajoya, ja. Verpflichtet. Sehr interessante Mischung mit Van de Beek, eingestandenen Profi, mit Kalajdzic, einen, der in der Bundesliga nachgewiesen hat, dass er weiß, wo das Tor steht. Kann man doch schon sagen, eins der vielversprechendsten französischen Sturmtalente, das auch schon gut performt hat in Frankreich und halt bei Paris ist. Und es ist wirklich, keine Schande, wenn du bei Paris nicht so deine Einsatzzeiten bekommst, wenn du vor dir in der einen Saison Messi, Neymar und Mbappé hast. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, ist das schon eine heftige Kombi, ja. Das ist schon krass. Ich fand die Kombi aber Messi, Neymar und Suarez fand ich echt. Wobei, okay, Barcelona hat auch eine krasse Kombi, Mann. Was willst du sagen? Was willst du machen, ja? Aber gut, die waren vor ihm. Und dann hattest du jetzt die Saison mit Mbappé. Die haben doch diesen Barcola oder wie heißt geholt. Und die haben den Dings da aus Benfica geholt. Und die hatten Kolo Muani. Und dann haben die doch noch so ein. Und ja, was haben. Ich wechsle ihn mal. Asensio? Nicht Asensio. Ihr wisst, den anderen Spanier. Haben die doch auch da am Start. Mann, ja, und dann, dass du dann da mit 21 Jahren nicht auf deine Spielzeit kommst, gut, ja, muss man jetzt nicht unbedingt zu streng bewerten, ja, so, der ist jetzt bei der Eintracht und auch ein vielversprechendes Talent aus der zweiten französischen Liga, was so wirklich, sorry, aber bevor er in Frankfurt aufgetaucht ist oder bevor sein Name in der Gerüchteküche bei Eintracht aufgetaucht ist, müsst ihr mir noch gar nichts erzählen, habt ihr noch nie was von ihm gehört. Ja? Wer hat dir was von ihm gehört? Ich weiß nicht, welcher Talentscout in der Bundesliga jemals überhaupt von ihm was gehört hat. Ja? So, aber der ist da und das, was man von ihm sehen konnte bis dato, ich habe mir natürlich auch Videos reingezogen, ja, ein sehr schneller, wendiger, trickreicher, also gut am Ball, dribbelstarker Spieler mit 18 Jahren. Ey, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, ohne dass ich dem Jungen jetzt irgendwie... ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er geholt wird oder in der Rückrunde noch eine tragende Rolle spielen wird. Ja? Für die nächste Saison, ab dem Sommer können wir da mehr drauf eingehen. Ey, belehr mich bitte eines Besseren, lieber Jean-Matteo, ja, und dominiere die Rückrunde in dieser Mannschaft. Ich bin der Letzte, der was dagegen hat. Ja? Ich kann es mir einfach realistisch gesehen nicht vorstellen. Ja? So, ich hoffe, du wirst das ein oder andere Mal so ins kalte Wasser geworfen, wenn wir mal so 2-3-0 führen irgendwo oder das irgendwie die Möglichkeit gibt. Ja, super. Und dass du mal so dich dran gewöhnen kannst und so weiter. Aber so ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit, denke ich mir. Und dann ab nächsten Sommer kann man, also diesen Sommer, dieses Jahr, kann man angreifen, denke ich mir. Dann kann man mehr darüber reden, vielleicht eine Alternative wirklich zu sein. Ja.
belehre mich gerne eines Besseren, noch glaube ich es nicht. Also gut, aber Neuzugänge super. Jetzt aber, was ist mit den Abgängen? Voll gut, lieber Krisch, ja. Bei Jakic ist so die Sache, also es stimmt einfach. Es stimmt einfach und es muss, da muss man auch einfach so ehrlich und sein, egal wie traurig ist es so. Für die erste Elf, da sind einfach die Ansprüche von Eintracht Frankfurt und meine persönlichen auch zu sehr gewachsen in den letzten Jahren, ja. Aber so, wenn du irgendwie einen Vorsprung über die Zeit retten musst und wenn irgendwie Not am Mann ist, Mann, dann bringst du einen Jakic und der spielt souverän, ja, souverän. Konntest du immer bringen, ja? Deswegen finde ich schade, aber okay, ich verstehe, ja. Ansonsten, in Gang kam weg, ja. Verliehen, ja. Ich will jetzt nicht zu sehr meckern, aber ich hätte da schon mehr so, komm, verkaufen irgendwie günstig und weg, ja. So, Aaronson nach Arnheim verliehen, finde ich gut. Aaronson ist einer der wenigen von denen, die da noch irgendwie jetzt genannt werden, wo ich sage, Mann, der hat Potenzial, ja. Junger Ami, der hat Potenzial, er ist schnell, er spielt gute Pässe, hat gutes Auge, er ist gut am Ball. Da will ich mich noch nicht so festlegen und sagen, nee, komm, such dir was anderes. Verleihen in diesem Fall sehr gut, ja, nach Arnheim und ich hoffe, er kriegt da Spielpraxis und dann würde ich das gerne nochmal begutachten, ne? Dann, was haben wir hier in Gang kam, ist da Hauge nach Holland, wollte ich sagen, ist doch ganz Holland. Holland, da Norwegen, oder? Ist doch bei Bodo Glimt. Ja, die haben zwar eine Kaufoption, ich weiß nicht, ich habe schon alles aufgegeben, dass die auch gezogen wird, aber gut, Hauptsache, der hat da ein bisschen Zeit zum Spielen und ist jetzt erstmal dort und ist okay. Von Boré und Alario hat man sich getrennt. Alario, gut, das war sowieso nichts hier. Boré ist natürlich, hat sich verewigt in Frankfurt, ja. Aber ist dann, ja, am Ende des Tages dann auch okay, dass er eine neue Herausforderung sucht. Hat er die Euroleague gewonnen oder entscheidend daran Detail gehabt, ja. Also, okay, also vielleicht kann man auf kurz oder lang jetzt erstmal sagen, ja, vielleicht kann ich das nicht mehr toppen, erstmal, ja. Sucht eine andere Herausforderung, alles Gute auf jeden Fall, ja. Mann, ist doch super. Natürlich wäre ich lieber, wenn wir einen anderen fest abgegeben hätten, so mehr fest abgegeben hätten. Wir haben noch viele Leihspieler. Alidou ist auch noch verliehen an Köln und in Karlsruhe. Igor Matanovic ist verliehen und so weiter. Boah, ich habe schon komplett den Überblick verloren, was wir da geholt und verliehen und was weiß ich und so weiter. Aber die Spieler in dieser Saison, die jetzt nicht so relevant waren, die hat man irgendwie erstmal vorübergehend zumindest irgendwo anders geparkt, das ist super, ja, spart man sich auch ein bisschen Gehalt und ein bisschen, der Kader ist dann zumindest vorübergehend kleiner. Im Sommer denke ich mir, auch wenn Götze jetzt irgendwie mehr oder weniger gesagt hat, nein, aber ich glaube, Götze wird uns verlassen, Rode, die Karriere ist dann vorbei. Ich glaube, Hasebe wird dann Schluss machen und noch der ein oder andere. Und dann haben wir noch so einen Spieler, egal, wir müssen jetzt einfach jetzt keinen Kader jetzt. Ich finde, kurz gesagt, sehr, sehr gut, was da passiert bei der Eintracht. Sehr gut verstärkt, ja, also ja, wir haben Stürmer gebraucht und offensiv, ja. Mit Van de Beek und Bahoya haben wir zwei offensive Spieler, die du da quasi in jede Position reinbringen kannst. Und mit Kalajdzic und Hugo haben wir zwei auch unterschiedliche Stürmertypen. Dazu geholt, die uns Qualitäten bringen, die wir nicht hatten davor, die uns gefehlt haben. Wobei ich Marmus das ja hervorragend gemacht hat in der Vorrunde. Ja. Was jetzt bei Hugo die Sache ist, wir haben ihn ja geliehen mit Kaufoption. Es war anscheinend der Wunschspieler, wobei, naja, ich meine, Dorosimi hat einfach vom Dings nicht geklappt und Kalimuendo, ja. Der Verein wollte nicht irgendwie im Endeffekt und dann ist man doch wieder auf Kittycat zurückgekommen. Da muss man, also nicht falsch verstehen, man muss schon ein bisschen objektiv und so bleiben, ja, und das alles ein bisschen neutral bewerten, aber im Sommer dachte ich mir schon so, Mann, ja, der hat keinen Bock auf die Eintracht, hat er doch gesagt, ja, warum soll er denn gezwungen werden von Paris? Ich meine, ey, niemand kann ihn zwingen und so, der hat keinen Bock auf die Eintracht. Gut, der ist ein junger Typ, verdient sich da dumm und dämlich und man hat ihm da, was weiß ich, Gott und die Welt versprochen, als er da unterschrieben hat, 35 Millionen, also als er gewechselt ist, 35 Millionen und fettes Gehalt kassiert und so weiter.
ja, keine Ahnung, es geht schnell, dann sind die Ansprüche zu schnell gewachsen und dann hat er keinen Bock auf die Eintracht. Ich kann es verstehen, aber das muss ich ja als Fan von Eintracht Frankfurt dann natürlich nicht als gut heißen, ja, also wenn man keinen Bock auf die Eintracht hat, ja. Objektiv verstehe ich das schon so. Retrospektiv, jetzt rückwirkend betrachtet, kann ich auch sagen, ja, Mann, was soll ich sagen, soll ich ihm böse sein? Der ist Anfang 20, der Junge, hat da 7, 8 Millionen verdient im Jahr und spielt mit Topstars zusammen und gewinnt regelmäßig die Meisterschaft, auch wenn er dann nicht spielt und so weiter. Warum soll er... Mann, was hat er mit Eintracht am Hut? Warum muss er unbedingt herkommen und sowas? Ach, da ist er keinen Bock, hat der Mann. Was soll ich sagen? Ganz ehrlich. So, er ist jetzt schon da, jetzt muss ich ihn auch irgendwie supporten. Er ist ja jetzt in Frankfurt, ja, deswegen, ich will ja nicht mehr böse sein, alles gut, ja, so weiter und so fort, ja. Was mich nur an der ganzen Sache ist, ich weiß nicht, es gibt so Aussagen, die, es gibt 30 Millionen Gesamtpaket, 20 Millionen Gesamtpaket, das ist ein großer Unterschied. Und ich weiß nicht, also selbst für 20, mit 30 Millionen ist schon, boah, das ist kaum vorstellbar. Und selbst für 30 Millionen, für 20 Millionen, Mann, ja, das ist schon eine Hausnummer. Und klar, Eintracht Frankfurt kam ein bisschen, also hat ja einiges eingenommen in den letzten Monaten, ja, Transferphase und so weiter, ja. Das ist nicht das Problem, ja. Aber muss man dann direkt, ich meine, ich bin der Letzte, der nicht auch mal Geld in die Hand nimmt, ja, aber man ist doch so einen Weg gegangen, man hat 10 Millionen ausgegeben und das Ziel ist dann, diese 10 Millionen irgendwann 1x, 2x, 3x zu machen, 4x vielleicht, je nachdem, plus minus noch mehr, rauszuholen und dann schön zu verkaufen, Geld noch mehr einzunehmen, sein Geld zu vermehren und das dann wieder geschickt zu investieren und sportlich immer weiter zu kommen, wirtschaftlich immer stärker dazustehen. Und nur so kann es ja auf Dauer irgendwie funktionieren, sich dauerhaft oben festzusetzen, ja. So, und wenn du schon 30 Millionen zahlst für einen, ja, dann muss der schon so hart abliefern, dass du da mit dem irgendwie noch den einen oder anderen Euro machen willst. Klar, es klingt zwar blöd jetzt einfach nur, als wäre das jetzt eine Ware oder so, Investitionsgüter, aber am Ende des Tages ist es so, ja. Und dann ist schon, auch bei 20 Millionen, da stelle ich mir die Frage, ist man wirklich so überzeugt von dem Spieler, weil, ich meine, man hat sich auch um andere bemüht und so weiter. Hat nicht funktioniert. Dann bei 20 Millionen. Und dann ist auch die Frage, was heißt 20 Millionen Gesamtpaket? Ja? Was hat man jetzt gezahlt? Ja? Die Leihe. Was kostet uns die Leihe? Weiß ich nicht. Vielleicht weiß man das Stand jetzt schon, ich weiß es nicht. Was kostet uns die Leihe? Was kostet uns die einzelne, die einfache Kaufoption, dass wir dann nach einem halben Jahr kaufen wollen? So. Ja? So. Was an Berater abfließt und so weiter, Handgeld, scheiß drauf, weiß ich jetzt gar nicht, interessiert mich jetzt auch nicht, ja. Aber gibt es eine Verkaufsbeteiligung? Das würde mich interessieren, weil das ist wichtig. Wenn Eintracht Frankfurt dann schon mal, das erste Mal in der Geschichte des Vereins, den Jovic-Deal rechne ich da nicht mit ein, Jovic hat uns 7 Millionen gekostet, was dann im Endeffekt doch an Verkaufsbeteiligung geflossen sind, das war nicht unser Geld. Das hat Real uns gegeben, wir haben es direkt weiter, es ist wahrscheinlich nicht mal auf unserem Konto gelandet, wahrscheinlich hat Real das direkt da überwiesen, was weiß ich was, ja. Deswegen zähle ich Jovic nicht unbedingt als so technisch gesehen den teuersten Einkauf von Eintracht Frankfurt, ja. So, was zahlen wir? Leihgebühr, was kostet uns die Kaufoption, ja. Und dann will ich, wie gesagt, wissen, gibt es eine Weiterverkaufsbeteiligung? Das finde ich dann, da darf es nicht sein, ja. Ich verstehe, man ist voll von einem Spieler überzeugt und so weiter und der ist auch gut, ja. Ihr könnt euch Videos reinziehen, er ist ein richtig guter Stürmer, ja. Eigentlich Gesamtpaket, ja. Der ist groß, der ist gut am Ball, technisch sehr stark, der ist nicht gerade langsam, ja. Der ist, der weiß, wo das Tor steht, der guten Torriecher, ja. Alles gut, alles wirklich gut, ja. So, gesamtes Stürmerpaket, top, ja. Aber wenn Eintracht Frankfurt dann schon mal 20 Millionen auf den Tisch legt, Eintracht Frankfurt, ja, wir reden ja von Eintracht Frankfurt, wirklich, ja. Man darf nie vergessen, wo man herkommt, egal wie viel Geld wir gerade zur Verfügung haben, ja. Dann, wenn man so einen Deal macht, dann muss man auch, dann ist man sich doch im Klaren, dass es kein Deal ist, wo man 5 Millionen zahlt oder 10 Millionen Spieler für 50 verkaufen kann, ja. Es wäre schön, wenn man dann einen, den auch für 50 verkaufen kann, man macht weniger Gewinne, aber vielleicht bringt uns der Sport nicht mehr. Alles schön und gut, aber 20 Millionen sind 20 Millionen, ja. Wenn wir dann noch eine Weiterverkaufsbeteiligung haben, das finde ich,
Heftig, ja. Ich kann nichts dafür, dass Paris 35 für ihn gezahlt hat und ihm so ein Gehalt zahlt. Und der einfach, das ist ganz gang und gäbe, dass Spieler, die nicht spielen, an Wert verlieren. Und das ist das Risiko des Vereins. Ja. Und dass Paris versucht, das Risiko auf uns abzuwälzen, verstehe ich. Aber da muss man einfach auch dann irgendwie, ich weiß es natürlich nicht, ich hoffe, Kröscher hat das so gemacht. Ich schätze ihn auch sehr, sehr gut ein, was das angeht. Da muss man aber auch dem entgegenwirken, weil im Endeffekt haben die mehr Druck gehabt, ihn abzugeben, als Eintracht Frankfurt ihn aufnehmen zu müssen. Weil wir haben es mit Kalajdzic erstmal, ist okay. Marmusch kommt zurück und ja gut, und dann hätten wir schon geguckt, wie wir das hingekriegt haben. Und mir kann auch keiner sagen, dass es auf der ganzen Welt, von Tibet bis Marokko, Nigeria, Venezuela, Antarktis, egal wo irgendein Fußballspieler herkommen kann, ja, nicht irgendwo Stürmer gibt, die uns auch hätten weiterhelfen können und die weniger kosten als 20 Millionen. Ja? Das kann mir keiner erzählen. So, das heißt, man ist schon so krass von ihm ein überzeugt. So. Das hat schon was zu bedeuten. Ja? Aber da sollte man auch nicht jeden Vertrag eingehen können. Ja? Das ist doch immer so. Ich meine, wenn man Spieler haben möchte, man kommt zusammen zu vernünftigen Konditionen, die man auch bereit ist zu zahlen, gut. Aber das, was da teilweise rumgeistert, möchte ich nur andeuten. Ja, 30 Millionen Gesamtpaket, das wäre komplett Banane von Eintracht Frankfurt, muss man einfach sagen. Ja, 30 Millionen, da muss Eintracht Frankfurt einen Spieler holen, der schon zumindest mal ein, zwei, drei Jahre in der starken Liga richtig überperformt hat. Ja, das ist natürlich, 30 Millionen ist dann eigentlich fast schon zu wenig, aber wenn Eintracht Frankfurt dann schon mal das auf den Tisch legt, ja, was für Eintracht Frankfurt wirklich nicht Standard ist, dass sie so eine Summe zahlen, ja, da muss da schon ein Spieler her mit einer gewissen Erfahrung, mit einer gewissen Karriere, der schon abgeliefert hat in der Top-Liga, und dann weiß man safe, was man bekommt, ja. Bei ihm ist halt noch so, er hat noch nicht so abgeliefert bei Paris. Davor, er wurde schon ein paar Mal verliehen, der war schon ganz gut so, was das angeht, ja. Aber es ist am Ende des Tages auch nur Frankreich. Ja. Es ist nicht gerade die stärkste Liga, muss man auch dazu sagen. Ja, und wenn man dann schon so viel auf den Tisch legt, dann bitte doch keine Weiterverkaufsbeteiligung. So ein Quatsch. Ja. Da hat Paris sich einfach vergriffen. Also sprich, hat Minusgeschäft gemacht und will, wie sagt man, die Verluste kappen. Ja, the losses, cut the losses kappen. Ja. So, ja, die haben einfach, die haben 35 Millionen, 30 gezahlt, 35 gezahlt, keine Ahnung, zahlen viel Gehalt im Jahr und es wurde halt nichts. Sind die selbst schuld? Wirklich, sind die selbst schuld, wenn die dafür 8 neue Stürmer kaufen, die noch teurer sind und noch mehr Anspruch haben wollen zu spielen? Dann ist es halt so, was soll ich dir sagen, ja? Gut, ich bin schon hier total, ich muss mal über Köln reden, ja? Sorry, ja, ich wollte gar nicht so lange jetzt über KittyCat sprechen, aber Etikett ist da, ja, und ich bin sehr froh, dass er da ist, denn er ist ein richtig geiler Stürmer, der uns sicherlich weiterhelfen kann, nur die Konditionen müssen, ja toll, du kannst nicht einfach stehen bleiben, Kollege, ja, nur die Konditionen müssen dann nochmal, also sprich, da brauche ich mehr Infos über die Konditionen, sagen wir es mal so, ja, damit ich es besser einschätzen kann, ja, aber Stand jetzt, er ist da, es hat geklappt. Ich bin nicht der Schatzmeister von Eintracht Frankfurt. Das ist nicht mein Geld aus meinem Portemonnaie, weil ich habe gerade noch 4,30 Euro dabei. Ja, das, so viel kann ich also einfach nicht helfen. Ja, meine ganzen Millionen sind noch versteckt. Ja, ich trage die ja nicht mit mir im Portemonnaie. Ja. So, deswegen. Darüber können wir ein andermal weiterreden über die Finanzen. Ja. Ansonsten, er ist da, wunderbar. Wie spielen wir gegen Köln? Eine Minute noch, ja, ganz schnell. Zack, zack, zack. Trapp im Tor. Pacho, Koch, Tuta. Oh, das ist heftig. Jetzt wird es richtig schwer. Jetzt wird es richtig schwer, dieses Ding. Also Nkunku hat sich jetzt meiner Meinung nach einfach festgespielt. In der ersten Elf. Rechts Bimbe. In der Zentrale. Larsson und Skiri. Müssen eigentlich, ja. Marmusch ist, schade, sehr, sehr schade, aber der ist doch krank, oder? Der ist doch nicht hundertprozentig fit. Ist das jetzt der Fall, oder? Oder war das schon gegen Mainz so? Nee, das ist doch jetzt der Fall, glaube ich, ja? Marmusch ist auch nicht hundertprozentig fit und dies, das. Deswegen kommt es mir jetzt entgegen, dass ich da jetzt nicht so das Problem habe in der Startelf. Skiri, Larsson müssen spielen im zentralen Mittelfeld, ja, und dann führt kein Weg vorbei, meiner Meinung nach. Jetzt wird es richtig schwierig.
Ist Kittikett eigentlich direkt bereit? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er beginnen wird gegen Köln. Deswegen, boah. Ich habe keinen Platz für Götze jetzt gerade. Sorry, ja. Ich habe drei Verteidiger, dann vier im Mittelfeld, sind sieben, drei habe ich noch. Ja, dann müssen das Shaibi. Oder Van de Beek. Ja, nee. Shaibi, Van de Beek und Kalajdzic. Ja? Und dann kann man immer noch Götze bringen. Oh, sorry. Meiner Meinung nach vielleicht sogar dann in der Zentrale für Skiri oder da kann man irgendwie noch rotieren. Aber ich glaube, ich würde so beginnen. Dann haben wir auf der Bank Götze. Je nachdem, wenn es sehr gut läuft, 2-3-0, wir haben noch 10 Minuten zu spielen, dann kannst du auch den Bajoya mal bringen, direkt mal Luft schnuppern lassen und so weiter. Das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, gute Alternative, so sollten wir das machen, ja. Wenn wir so spielen, gewinnen wir 4-0, ja. Boah, ich habe voll die verstopfte Nase gerade, was los. Tempo ist immer gut. 4-0, Tore gegen Köln. Wer macht Tore gegen Köln? Ich will jetzt nicht hier rotzen für euch, das ist eklig, ja. Aber Köln, Köln, Köln. Mit wem sehe ich vor meinem geistigen Auge? Ich sehe Bimbe. Ich sehe. Kalajdzic sehe ich nicht gegen Köln. Ich sehe. Irgendwie ein Nkunku, Ebimbe. Skiri wird ein Tor machen. Ja, das schuldet er uns einfach, weil er so oft gegen uns getroffen hat für Köln. Und. Shaibi. Ja? Yeah? So machen wir das. So, in dem Sinne, haut rein, ciao, ciao. Schreibt mir gerne über alles, was ihr reden wollt, über unsere Wintertransfers. Wie findet ihr das? Wie findet ihr die Abgänge? Wie findet ihr die Zugänge? Was sagt ihr zu Köln? Und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns nach dem Spiel auf jeden Fall. Morgen, halb sieben spielen wir, oder? Ich glaube schon, ja. In dem Sinne, haut rein, ciao, ciao. Ich muss los und schnappt auf jeden Fall einmal noch zwei Kaugummis für den Weg, ja. So.